Helene Stöckel. Im Tale der Tuaregs. Gelesen von Jasmin Stab. Das Städtchen mit Lili liegt in Afrika, im südlichen Teil von Algerien. Umgeben von weiten, sandigen Flächen, die nur hie und da von kahlen Höhenzügen unterbrochen werden, bietet der kleine Ort mit seinen krummen, engen Gassen, unansehnlichen Häusern und schmutzigen Höfen den größten Teil des Jahres hindurch einen öden, leblosen Anblick dar. Nur während einiger Wochen kehrt alljährlich das bunteste, wechselvollste Leben in seine Mauern ein. Das ist die Zeit, in der die verschiedenen Karawanenzüge von den Städten Fehr und Tafilelt, Agir, Tunis und Gardamis sich hier versammeln, um in eine einzige große Karawane vereinigt, den beschwerlichen Weg durch die Wüste Sahara anzutreten. Welch ein Gewühl bunter, fremdartiger Gestalten füllt dann die sonst so stillen Gassen der Stadt. Araber und Berber auf schnellen Rossen, Scheichs und Marabus mit den heiligen grünen Turbanen, Kaufleute mit hochbeladenen Kamelen, kommen daher von allen Teilen der Erde. Aus den Küstenländern Algier, Tunis und Tripolis, aus der Berberei, von den Gestaden des Nils und noch weiter her aus Arabien und Persien strömen sie hier zusammen, alle mit einem einzigen Wunsch und einem Ziel, das ferne Sudan, das Land der Schwarzen, zu erreichen. Hunderte von Tagereisen durch die schreckliche Sahara trennen sie von diesem Land. Aber sie fürchten nicht die sengende Sonne und den verzehrenden Durst, noch den entsetzlichen Samun, das heimtückische Fieber, die räuberischen Überfälle der Nomaden und die Angriffe der wilden Tiere. Sie wissen wohl, dass nur ein Teil von ihnen das gelobte Land erreichen und ein noch kleinerer Teil die Heimat wiedersehen wird. Die Aussicht aber auf Gewinn, die Hoffnung, Reichtum zu erlangen, treibt sie vorwärts und lässt ihnen alle Gefahren klein und den Weg, den sie zu wandeln haben, kurz erscheinen. Sie wollen ja nach dem Land, wo Gold im Sand jedes Flusses glitzert, wo man für einige Säcke Salz, für einen schlechten wollenen Burnus, die Schätze des Südens erkaufen kann. Die Haut des Büffels, die Federn des Straußes, der Sumi der Aloe, Pfeffer und Gewürze, Goldstaub und Elfenbein sind die Waren, welche in den Reichen von Timbuktu und Aoussa erhandelt und in der Heimat mit hundertfältigem Gewinn verkauft werden. Doch kehren wir nach Mitlili zurück. Schreiend und lärmend, streitend und zankend drängt sich die Menge durch die Gassen. In den Karawansereien ist kein Plätzchen mehr unbesetzt. Und eben zieht die große Karawane von Fehr bei Pfeifen und Trommelklang in das Städtchen ein. Mitten in diesem unruhigen Treiben sehen wir einen Mann, den seine Kleidung als Kaufmann kennzeichnet, eifrig beschäftigt, die letzten Vorbereitungen für seine Reise zu treffen, die Kamele zu füttern und zu tränken, die Wasserschläuche zu füllen, die Säcke mit Reis und Datteln zu versehen und die Waren auf die geduldigen Kamele zu verteilen. Der Name dieses Mannes, den wir auf seiner weiten Reise begleiten wollen, ist Ahmed, seine Heimat Marokko. Lange Jahre hatte er dort mit den Seinen glücklich und zufrieden gelebt, sein Geschäft mit Fleiß und Umsicht betrieben und sorgenfrei in die Zukunft geblickt. Aber dem Glück ist nicht zu trauen. Oft wendet es denen plötzlich den Rücken, die sich am festesten auf seine Gunst verließen. Ein langes Krankenlager verhinderte Ahmed, seinen Geschäften nachzugehen. Einer seiner Handelsfreunde, der ihm bedeutende Summen schuldete, machte Bankrott. Einige kühne Unternehmungen, durch welche er seine Verhältnisse verbessern wollte, misslangen, und es dauerte nicht lange, so klopfte die Armut an sein bis dahin so glückliches Haus. Anfangs suchte Ahmed durch verdoppelten Fleiß das Unglück zu überwinden. Als es ihm aber nicht gelang, den Mangel von seiner Schwelle zu halten und er die heimlich vergossenen Tränen seines Weibes nicht länger sehen konnte, fasste er einen plötzlichen Entschluss.
Er verkaufte sein Geschäft und seine Waren und teilte das dafür erhaltene Geld in zwei Teile. Den einen gab er seinem Weib, um sich und die Kinder bis zu seiner Rückkunft zu erhalten. Für den anderen tauschte er zwei Kamele und solche Waren ein, wie sie zum Tauschhandel nach Sudan gebräuchlich sind. Dann schloss er sich, begleitet von den heißen Segenswünschen der Seinen, die Allahs Schutz auf sein teures Haupt herabflehten, an die Karawane an, die zunächst nach Mitlili und von da nach Timbuktu ziehen wollte. Am Tag, nachdem wir ihn mit den letzten Reisevorbereitungen beschäftigt in Mitlili getroffen, brach die Karawane auf. Noch war die Sonne nicht aufgegangen. Da ordneten sich die Tausende von Kamelen vor der Stadt. Dem Zug voran reitet ein brauner, hagerer Araber, der Führer des Zuges, ohne den keine Karawane sich in die Wüste wagt. Er ist der Wichtigste im ganzen Zug, denn er kennt die Brunnen und Oasen, die Wege durch die pfadlosen Sandflächen. Er versteht, die kranken Lasttiere zu pflegen. Er kennt die Mittel gegen das Fieber und weiß das hier und da wachsende Kraut oder die unter der Erde verborgenen Zwiebelgewächse aufzufinden, deren Saft dem lechzenden Gaumen Kühlung bringt. Neben den hochbeladenen und mit Tüchern bedeckten Kamelen gehen Sklaven, die Schritte der geduldigen Tiere durch den einförmigen Ton der Pfeifen belebend. Schon sind die Reisenden einige Wochen unterwegs und noch ist ihnen kein Unfall zugestoßen. Früh, wenn die Sonne noch schläft, brechen sie auf, um im Kühlen eine Strecke zu reisen. Wenn die Sonne höher steigt und der Mittag naht, die Zeit, wo der Schatten des Menschen größer ist als das Maß seiner Fußsohle, ruhen sie einige Stunden lang, um dann mit erneuten Kräften weiterzuziehen. Nähert sich aber der feurige Sonnenball dem Rande des Horizonts, dann machen sie Halt, wenn irgend möglich an einem Brunnen. Der brennende Durst wird gestillt, die Kamele werden abgeladen, getränkt und vom Staub gereinigt, die Zelte aufgeschlagen, das einfache Mahl bereitet. Oft lag Ahmed an solchen Abenden sorgfältig in seine wollene Decke gewickelt, denn die nächtliche Kühle des Sandes ist fieberbringend. Neben seinen Kamelen und schaute hinauf nach dem dunklen Himmel, dessen Sternenbilder in unendlicher Klarheit auf ihn herabstrahlten. Während aus der Ferne das heißere Gebell der Schakale und das langgezogene Gebrüll des Löwen zu ihm drang, oder der einförmige Ruf der ausgestellten Wachen die Stille der Nacht durchbrach, dachte Ahmed an sein fernes Weib und seine teuren Kinder. Dann schickte er heiße Gebete zu Allah empor, seine Hand schützend über sie zu breiten. Oft auch flogen seine Gedanken der langsamen Karawane voraus, in das Land seiner Sehnsucht, und berechneten den Gewinn, den der Tauschhandel ihm bringen musste. Schon hofften alle auf einen glücklichen Ausgang ihrer Reise, denn in den Fernen erhoben sich bereits die blauen Felsenmassen, welche im Süden die Wüste von Sudan trennen. Da zeigte sich eines Morgens ein feuriger Schein, wie Wetterleuchten am fernen Horizont. »Allah, Allah sei uns gnädig«, ruft der Führer. »Das ist der Samum«, und Hunderte von schreckenbleichen Lippen wiederholen seine Worte. Heiß und schwül wird die Luft, so dass die Brust sie nur schmerzend einatmen kann. Das wenige Leben der Sahara erstirbt. Flüchtige Gazellen, Scharen von Schakalen, Herden von Straußen fliehen pfeilgeschwind dahin. Selbst die Viper gräbt sich tiefer in den Boden. Feurig gelb wird der Himmel, und jetzt kommt der furchtbare Samum. Berge von Sand und Kies wirbelt er auf und trägt sie in seinen glühenden Armen daher. Bald sie hoch auftürmend, bald sie zerwühlend und verstreuend. Die Atmosphäre füllt sich mit Staub, und bald scheinen Himmel, Luft und Erde eine einzige Masse glühenden Sandes zu sein. Furchtbar ist das Entsetzen, welches die Karawane erfasst. Schreien, heulen, beten durchschneidet die Luft.
Das Kamel streckt seinen Kopf empor, ein jammerndes Gegurgel ausstoßend, und sinkt dann zitternd auf die Knie. Auch Ahmed wird von der allgemeinen Verzweiflung erfasst. Seine Glieder beben, über seine Lippen dringen unverständliche Laute. Da ist an kein Entfliehen zu denken. Verzweifelnd wirft er sich neben seinem Kamel in den Sand, halb gedeckt von dessen Leib, und zieht den wollenen Burnus fest über seinen Kopf. Er will an die Seinen denken, aber das Entsetzen hat seinen Geist gelähmt. Er will seine Gedanken Allah zuwenden. Allah, dessen Hand auch dem Samum Halt gebieten kann. Aber sein Gebet wird zum dumpfen Stöhnen. Der heiße Sand dringt durch den dichten Mantel hindurch, Mund und Nase füllen sich mit dem glühenden Staub. Seine Augen werden dunkel, seine Sinne schwinden. Wie lange er so gelegen, wusste er nicht. Als er wieder zu sich kam, war alles still und finster um ihn her. Mühsam richtete er seinen schmerzenden Kopf in die Höhe und wischte Blut und Staub aus dem Gesicht. Seine von der sengenden Glut geblendeten Augen gewannen allmählich ihre Sehkraft wieder. Er schaute um sich. Aber was sah er? Wäre es nicht besser gewesen, der Samum hätte ihn nicht verschont? Sandhügel reihte sich an Sandhügel, soweit das Auge reichte. Und unter diesen Sandhügeln, Ahmed schauderte, es zu denken, lagen die, welche er heute noch seine Gefährten genannt hatte, die mit ihm frohlockend die auftauchenden Berge des fernen Sudan als ihr Reiseziel begrüßt hatten. Doch bald gewahrt er, dass nicht alle vom giftigen Hauch des Samum getötet sind. Mancher von den Sandhügeln wird lebendig und gibt die Verschütteten heraus. Etwa 40 sind gerettet, doch für wie lange werden sie es sein? Ahmed öffnet seinen Wasserschlauch, um den peinigenden Durst zu löschen. Er ist leer. Der heiße Wind hat ihn ausgetrocknet. Auch die Wasserschläuche seiner Gefährten sind versiegt. Nach kurzer Beratung werden die wenigen Kamele, die den Sandsturm überdauert haben, mit Lebensmitteln beladen. Einige der am wenigsten verschütteten Tiere hervorgescharrt, ihre Magen geöffnet und mit dem darin enthaltenen trüben Nass notdürftig ein Schlauch gefüllt. Dann machen sich die Unglücksgefährten auf, um die Hügelkette, die sie vor sich sehen, zu erreichen und mit ihr Wasser und Rettung. Den ganzen nächsten Tag wandern sie durch den heißen Sand. Am Abend des folgenden aber geht der Wasservorrat zu Ende. Jetzt werden die noch lebenden Kamele niedergestochen, aber ein Kampf mit Messern und Fäusten entspinnt sich um die wenigen Tropfen der Feuchtigkeit, die der Magen derselben bietet. Ahmed muss froh sein, die Lippen auf die frischen Wunden der Tiere zu drücken und sich mit ihrem Blut erquicken zu können. Mühsam schleppt er sich am folgenden Tag noch eine Strecke weiter. Dann verlassen ihn die Kräfte. Seinen Gefährten mit müder Hand lebewohl winkend, bleibt er zurück, schlägt seinen Mantel um sich und erwartet den Tod. Wirre Bilder tanzen vor seinen Augen. Er glaubt sich im Kreis der Seinen. Sie reichen ihm lächelnd den Wasserbecher und ziehen ihn zurück, wenn er lechzend sich danach neigt. Er sieht einen See seine Wellen schlagen, aber die leckende Flut wird zur Salzquelle, die er von sich weist. Da werden seine schwindenden Sinne durch ein Geräusch in die Gegenwart zurückgerufen. Es ist ihm, als jagten Rosse daher, als zittere der Boden unter ihren eiligen Hufen. Sich aufrichtend sieht er einen Reiterzug dahersprengen. Er streckt seine Arme in die Höhe, damit sie nicht über ihn hinwegreiten und ihn zertreten. Die Schar hält an, sie umringt ihn. Der Anführer wechselt einige Worte mit einem von seinem Gefolge. Dieser steigt ab, nimmt den Halbtoten vor sich auf sein Pferd und fort geht es.
Als Ahmed aus der tiefen Ohnmacht erwachte, in welche der schnelle Ritt ihn versetzt hatte, blickte er in das runzelige Antlitz einer alten Frau, die sich über ihn beugte und ihm einige Tropfen Kamelsmilch einzuflößen suchte. Mit einem Wonnegefühl, das nur der nachempfinden kann, der alle Qualen des Durstes kennengelernt hat, schlürfte Ahmed den erquickenden Trank ein. Wunderbar gestärkt blickte er jetzt um sich und suchte, seine Gedanken zu ordnen. Er lag auf einer Matte in einem mit Büffelhäuten gedeckten Zelt, und hinter der Alten drängte sich ein Knabe und ein Mädchen hervor, ihn mit neugierigen Blicken betrachtend. Beide Kinder waren in feine, weiße Wollenhemden gekleidet, eine rote Seidenschärpe um den Leib, zierliche Sandalen an den Füßen. Die Goldmünzen, welche das Mädchen um den Hals und in den reichen dunklen Flechten trug, und der eigentümliche rote, von einem schwarzen Schleier umwundenen Fest des Knaben deuteten auf vornehme Herkunft der Kinder. Und in der Tat waren Fatime und Abdan die Kinder des Scheichs Elim Abda, des mächtigen Oberhauptes der kriegerischen Tuaregs, die in den furchtbaren Taleinschnitten, welche die wild zerklüfteten Felsmassen des Gebelhoga bilden, wohnen. Sie heißen Tuaregs oder die Verschleierten, nach dem kurzen schwarzen Schleier, den die Männer vor ihrem Antlitz oder turbanartig um ihre roten Mützen gewunden tragen. Denn der alten stolzen Überlieferung der Tuaregs zufolge ist kein Erdensohn würdig, ihr Antlitz zu schauen. Über dem weißen Wollenhemd tragen die Männer ein Tiger- oder Bocksfell. Das Schwert, die Lanze, der dolchartige Nattergan sind ihre Waffen. Sie sind eine der kriegerischsten Völkerschaften, gutmütig und ehrlich untereinander, voll wilder Grausamkeit gegen den Feind. Die Kugel kann irren, der Pfeil kann fehlen, nie aber das Schwert in der kriegsgewohnten Hand eines Tuaregs. Wehe dem, der seine Rache herausfordert. Bei ihnen herrscht noch das unerbittliche Gesetz der Blutsrache. Wer den Verwandten eines anderen unabsichtlich tötet, der zahlt den Blutpreis. Wer aber absichtlich jemand erschlägt, an dessen Fersen heften sich die Angehörigen des Erschlagenen wie Rachegeister. Nicht eher darf der Sohn ruhen, bis der Mörder seines Vaters von seiner Hand gefallen ist. Sollte auch er und seine ganze Familie darüber zugrunde gehen. Wären diese fortwährenden Kämpfe der Stämme untereinander nicht, die Heimat der Tuaregs wäre ein Paradies zu nennen. Vor dem Gluthauch der Wüstenwinde durch steile Felswände geschützt, von einem schäumenden Bach reichlich bewässert, entfalten die von ihnen bewohnten Täler eine Vegetation, wie sie üppiger und frischer nicht gedacht werden kann. Hier erhebt die Palme rauschend ihre schlanken Wipfel. Hier bietet die Banane ihre süßen Früchte dar. Hier schwillt die saftige Feige. Hier rankt sich der Weinstock um Myrte und Oleander. Saftige Rasenflächen ziehen sich an den Ufern des Baches hin, an dessen Rändern der Granatbusch steht und seine dunkelroten Blüten auf die glitzernden Wellen streut. In der Mitte des Tales stehen die Zelte der Araber, alle überragt von dem Zelt des Scheichs, dessen Spitze mit einer seidenen Fahne geschmückt ist und an dessen Eingang schwarze Sklaven Wache halten. Hierher wurde Ahmed geführt, als seine Kräfte zurückgekehrt waren. Der Scheich Elim aber verkündigte ihm, dass er sein Sklave sei und dass er ihn als solchen zum Hüter seiner Kinder bestimme, die er auf Schritt und Tritt zu bewachen und für deren Sicherheit er mit seinem Kopf zu haften habe. So verlebte Ahmed in dem schönen Tal El Gaffer eine Reihe von Tagen mit brennender Sehnsucht im Herzen nach der fernen Heimat. Sonst aber seine Gefangenschaft nicht schwer empfindend, da sich die beiden ihm anvertrauten Kinder mit zutraulichem Wesen an ihn schlossen. Ahmed beaufsichtigte ihre Spiele. Unter seiner Obhut bestieg Abdan den Rücken des gezähmten Straußes, um einen flüchtigen Ritt auf ihm zu machen,
in weiten Sätzen umkreist von dem prächtigen Windspiel, das sein Vater ihm zum Geschenk gemacht hatte. Von Ahmed begleitet, kletterte Fatime an den Felsenwänden umher, in ihren Spalten Blumen und bunte Steine suchend. So vergingen die Tage in einförmiger Regelmäßigkeit. Nur dann von regem Leben unterbrochen, wenn Elim Abba einen Kriegszug gegen einen anderen Stamm unternahm. Oder eine Karawane angriff, die sich geweigert hatte, das hohe, von ihm geforderte Durchzugsgeld zu zahlen. Wieder einmal kehrte der Scheich siegreich heim. Jubelnd zogen ihm die Bewohner des Tales entgegen. Bis tief in die Nacht hinein tönten Freudenschüsse und das langgezogene Ju-Ju-Ju-Geschrei der frohlockenden Weiber. Aber Elim Abbas Stirn blieb ernst. Dichter lässt er von dieser Zeit an die Wachen an den Ausgängen des Tales stehen. Häufiger ruft er die Ältesten des Stammes zusammen, um mit ihnen Rat zu pflegen, denn dem Dua droht Gefahr. Bei dem letzten Kriegszug fiel ein mächtiger Häuptling von Elim Abbas Hand. Und dieser weiß, dass die Rache nicht schlafen wird. Abend ist es. Von den steilen Rändern des Tales sieht man weit in die dunkelnde Nacht hinein. Im Dua ist alles ruhig. Die ganze Natur scheint aufzuatmen nach der versengenden Hitze des Tages. Die Palmen heben ihre schlaff herabgesunkenen Blätter. Die zarten Mimosen falten ihr feingefiedertes Laub. Durch das Gebüsch der Zitronenbäume geht ein leises Flüstern und Rauschen, während die Schneeeigenblüten stärkeren Duft verhauchen. Die bunten Papageien stecken ihren Kopf unter die Flügel, Leuchtkäfer setzen sich wie flüssige Goldtropfen auf die dunklen Zweige der Gebüsche. Tiefe Stille deckt das Tal. Plötzlich, was ist das? Ein Stein löst sich von der einen Felswand und stürzt polternd hinunter. Die Wachen fahren auf, doch wie sie auch spähen, alles bleibt still. Sie müssen sich getäuscht haben. Doch jetzt ist es nicht als nahen Schritte, schleichen dort nicht dunkle Gestalten herbei. Auf, der Feind ist im Dua. Verrat, Verrat, tönt es von allen Seiten. Und dazwischen erklingt das wilde Geschrei der Angreifer, die durch einen unterirdischen Gang ins Tal gedrungen sind. Eine Szene der unbegreiflichsten Verwirrung folgt. Jäh aus dem Schlaf aufgeschreckt, greifen die Tuaregs nach ihren Waffen. Doch ehe sie sich zur Wehr setzen können, fallen sie unter den Schwertern der Feinde. Jetzt flammt ein Feuerschein zum nächtlichen Himmel auf. Der Feind hat Feuer an die leichten Zelte gelegt. Wehe allen Lebendigen im Tal El-Gaffa. Schauerlich hallen die Töne des Büffelhorns durch das Tal. Laut kreischen die Weiber, jammern die Kinder, die nicht wissen, ob sie zuerst den Flammen oder dem Schwert des Feindes entrinnen sollen. Die Pferde schnauben und suchen sich laut wiehernd loszureißen von den Pflöcken, an welche sie angebunden sind. Die Kamele stoßen jammernde Töne aus. Die gezähmten Strauße schreien wie in der Todesstunde. Ein Windstoß fährt durch die brennenden Zelte und trägt die flammenden Vorhänge wie feurige Siegeszeichen in die Höhen. Ahmed ist beim ersten Ruf der Wachen aufgesprungen. Er war der Einzige, der noch wach und in seinen Kleidern war, als der Feind einbrach. Er hatte auf den Knien für das Wohl der Seinen flehend, das Vorschreiten der Nacht nicht bemerkt. Keinen Augenblick verlor er die Besinnung. Mit schnellem Blick überschaut er, dass Widerstand hier Wahnsinn ist. Da blitzt der Gedanke durch seine Seele: Jetzt oder nie kannst du die Freiheit gewinnen. Und schnell wie der Gedanke in ihm entstanden ist, bringt er ihn auch zur Ausführung. Er fängt eines der ängstlichen umherlaufenden Kamele auf, wirft ihm eine Decke als Sattel über und beladet es mit einem Schlauch voll Wasser und einem Sack voll Datteln. Dann führt er das Tier vorsichtig im Schatten der Bäume und Felsen, einem wenig bekannten Ausgang des Tales zu, den er von den Feinden unbeachtet zu finden hofft.
Aus den dunklen, ihn verbergenden Schatten hervor dringen seine Augen in das Gewühl des Kampfes. Um das Zelt des Scheiches wird der Kampf am erbittersten geführt. Scharen auf Scharen drängen sich heran, um mit hochgeschwungener Waffe und wildem Geschrei auf den Scheich und die wenig Getreuen, die ihm zur Seite stehen, einzudringen. Ahmed kann nicht anders. Er muss anhalten, um zu sehen, wie der furchtbare Streit endet. Noch steht Elim aber hoch und stolz da. Sein Rücken ist durch das Zelt gedeckt. Seine Rechte schwingt das mächtige Schwert, die Feinde niedermähend, die sich ihm zu nahen wagen. Berge von Erschlagenen türmen sich vor ihm auf und bilden einen Wall um ihn herum. Wird es ihm gelingen, der Übermacht der Feinde Trotz zu bieten? Da, ein gellendes Triumphgeschrei, das von einem zum anderen getragen das Tal mit seinem wilden Klang erfüllt. Ein Araber hat hinter dem Rücken des Scheichs das Zelt erstiegen. Mit der einen Hand zieht er den Kopf desselben an den Haaren in die Höhe. Die andere trennt ihn mit einem einzigen Hieb vom Rumpf. Schaudernd wendet Ahmed sich ab und setzt seinen Weg fort. Schon glaubt er sich gerettet, da dringt der schrille Verzweiflungsschrei eines Kindes an sein Ohr. Er kennt diese Stimme. Es ist Fatime. Er beugt sich vor und sieht das Mädchen, wie sie von allen Seiten von Rauch und Flammen umgeben, ihren vor Entsetzen halbtoten Bruder fest an sich drückend, verzweiflungsvoll um Hilfe ruft. Ihr Blick begegnet dem seinen. Mit einem Sprung ist sie an seiner Seite. Sie umklammert seine Knie. Und ihr entstelltes Antlitz in namenloser Angst zu ihm aufhebend, fleht sie mit vor Entsetzen kreischender Stimme: »Rette uns! Rette Abdan und mich!« Einen Augenblick zögert Ahmed. Die Bilder von Freiheit erlöschen, wenn er sich mit den Kindern belastet. Doch schon im nächsten Augenblick hebt er dieselben auf das Kamel. Er kann die Kinder des Mannes, dessen Brot er gegessen, nicht in den Flammen umkommen lassen. Behutsam führt er das Tier weiter. Jetzt hat er den Ausgang der Schlucht erreicht. Kein Feind ist zu sehen. Er schwingt sich auf das Kamel, noch ein Blick auf das wogende Flammenmeer hinter sich, und fort geht es in die Wüste hinein. Erst als er so weit ist, dass kein Laut mehr die Stille der Nacht durchbricht, hält er inne. Wohin sich wenden? Ohne bestimmte Absicht hat er den Weg nach den Felsenhügeln genommen, die im Süden vor dem Tal liegen. Hier beschließt er, den Anbruch des Tages zu erwarten. Vorsorglich hüllt er die Kinder in die wollene Decke ein, die ihm als Sattel gedient. Sie schmiegen sich eng aneinander und fallen von Angst und Schrecken ermattet bald in Schlaf. Das Kamel legt sich kniend neben die Kinder. Nur Ahmed überlässt sich nicht dem Schlummer, sondern hält getreulich Wache. Wie ein Traum kommt ihm das eben Erlebte vor. Vor einer Stunde noch befand er sich als Sklave in dem friedlich schlummernden Dorf. Jetzt kämpfen dort, wo der rote Schein den Himmel färbt, Menschen den blutigsten Kampf gegeneinander. Elim aber ist gefallen und Ahmed bewacht seine Kinder hier in der Wüste. In heißem Gebet empfiehlt er sich und die Verwaisten dem Schutze Allahs und betrachtet den plötzlich in ihm auftauchenden Gedanken, die Kinder ihrem Onkel Abdu Hassan zuzuführen, dessen Wohnplatz er erreichen zu können hofft, als eine Eingebung von oben, von deren Ausführung ihm die Wahrscheinlichkeit, von Abdu als Sklave zurückbehalten zu werden, nicht abhalten kann. Mit Sonnenaufgang weckt er die Kinder, erquickt sie mit Datteln und Wasser, hebt sie auf das Kamel und tritt die Reise nach Westen an, der aufgehenden Sonne den Rücken kehrend. Mühsam kommen sie vorwärts. Die Kinder können den anstrengenden Ritt nur schwer vertragen und rufen jammernd nach ihrem Vater. Der Wasservorrat geht zu Ende. Nur die saftigen Stängel einer Kaktusart, die sie finden, retten sie vor dem Verschmachten. Am Abend des dritten Tages aber stehen sie am Rand einer Schlucht, deren üppiges Grün vom Strahl der Abendsonne golden überschüttet ist. Sie waren am Ziel.
Die weißen Zelte, welche sich unter den Palmen erhoben, gehörten dem Stamm Abdu Hassans. Verwundert schauten die Araber auf den Fremdling mit den Kindern und führten ihn auf seine Bitte zum Scheich. Mit finster zusammengezogenen Brauen hört dieser Ahmeds Erzählung von dem Tod seines Bruders zu. »Mein Bruder wird gerecht werden. Seine Kinder sind willkommen.« Er küsste die schüchtern zu ihm aufsehenden Kleinen und führte sie in das Frauenzelt. Für Ahmeds Bedürfnisse wurde auf das Gastfreieste gesorgt. Am Morgen des dritten Tages ließ der Scheich ihn vor sich führen. Noch einmal musste er seine Erlebnisse mit allen Einzelheiten erzählen. Dann sprach Abdu Hassan: »Meine Späher haben in der Ferne eine Karawane entdeckt. Sie soll unbelästigt von dannen ziehen, um deinetwillen. Meine Leute sollen dich zu ihr bringen. Möge Allah dich glücklich in deine Heimat geleiten.« Auf einen Wink von ihm wurde Ahmed ein starkes Kamel, reichlich mit Wasser und Lebensmitteln beladen, vorgeführt. »Das nimm zum Geschenk von mir.« Ahmed wollte danken, aber Abdu Hassan trat in sein Zelt zurück. Frohen Herzens war Ahmed eben im Begriff, das Kamel zu besteigen. Da schoben sich die Vorhänge des Frauenzeltes zurück, und Fatime und Abdan flogen auf ihn zu, um Abschied von ihm zu nehmen. Weinend hingen sie an seinem Hals. Ahmed drückte sie voll Rührung an sich, ohne zu bemerken, dass Fatime einen Gegenstand in die Tasche seines Mantels gleiten ließ. »Vergiss Fatime und Abdan nicht«, bat das Mädchen, in Schluchzen ausbrechend. Feuchten Auges winkte Ahmed ihnen noch einmal lebwohl zu. Dann wandte er dem Tal den Rücken. Ohne Unfall erreichte er die Karawane und mit dieser zuerst mit Lili, von wo er ausgegangen, und dann seine Vaterstadt. Mit hochklopfendem Herzen eilte er durch die ihm so wohlbekannten Gassen. Jetzt stand er vor der Tür seines Hauses. Wird er die Seinen wohlerhalten wiederfinden? Er klopft an. Ein Kind öffnet ihm. Es ist sein Kind. Er presst es an sein Herz und eilt in die Arme seines Weibes. Wohl ist er ärmer wiedergekehrt, als er gegangen ist. Aber ihre Herzen sind voll Dank gegen Allah, der sie wieder vereinigt hat. Ahmed kann sich nicht satt sehen an den lieblichen Zügen seines jüngsten Töchterchens, das noch an der Brust der Mutter lag, als er es verließ. Die Kleine suchte nach Kinderart in den Taschen des Vaters, ob er ihr etwas mitgebracht habe. Da zieht sie plötzlich jubelnd eine Kette schwerer Goldmünzen aus den Falten des Mantels hervor. Staunend betrachten die Eltern das Geschmeide. Da erkennt Ahmed, dass es dieselbe Kette ist, welche Fatime bei der Flucht um den Hals getragen hat und die sie ihm scheidend in die Tasche geschoben haben muss. Mit dem Geld, das Ahmed aus dem Goldschmuck löste, fing er ein neues Geschäft an, und die Gabe, welche Dankbarkeit ihm gereicht hatte, brachte ihm Segen. Ahmed wurde mit der Zeit ein wohlhabender Mann und genoss sein Glück dankbaren Herzens.